den Lungau-Streifzeit vergangenem Wochenende ein aus Slowenien eingewanderter Wolf. Das weiß man so genau, weil er einen Peilsender trägt. Die Lungauer Jäger wurden informiert, damit der Wolf nicht irrtümlich für einen wildernden Hund gehalten und abgeschossen wird. Das besucherreichste Jahr in seiner langen Geschichte konnte der Zoo Salzburg im Vorjahr verzeichnen. 2011 passierten 315.000 Besucher die Tore im Tiergarten Hellbrunn. Das sind rund 60.000 Menschen mehr als noch vor 5 Jahren. Das Land Salzburg ist Vorreiter im Einsatz von erneuerbarer Energie. Mehr als 42,5% des gesamten Energieverbrauchs kommen aus erneuerbaren Quellen. Dieser erfolgreiche Weg soll mit Bürgern und Gemeinden weiter fortgesetzt werden. Eva Berger, langjährige Leiterin des Bildungswerkes Niedernsil, wurde kürzlich mit der Ehrennadel in Silber des Salzburger Bildungswerkes ausgezeichnet. Direktor Günther Signitzer und Bürgermeister Günther Brennsteiner bedankten sich bei Eva Berger für das langjährige Engagement. Alisa Buchinger ist beim ersten Karate 1 Premier League Turnier des Jahres in Frankreich eine Klasse für sich. Sie besiegt in einem taktisch geprägten Finale ihre Dauerrivalin Dona Lolita aus Frankreich knapp mit 1:0 Punkten.